Hallo, guten Abend. Mein Name ist Benno Löwenberg. Ich löse Rückkopplung. Hallo. Ich löse Business-Probleme mit Designmethoden. Ich bin Innovationsberater end-to-end von der Strategie bis zum Kundenkontaktpunkt im Digitalen, also die Touchpoints für Services und Produkte. Es ist da, wo der Wert fürs Geschäft entsteht, wird der Nutzen für den Anwender entsteht. Und das spiegelt sich auch wieder darin, ich bin Google-Experte für Produktstrategie, Service Design, User Experience und Customer Experience Konzept und User Interface Design für Graphical und Voice Interfaces. Und, das ist der Grund, warum ich heute Abend hier schlau reden darf, ich bin offizieller Google Design Sprint Master. Das Schöne an dem heutigen Abend ist, dass wir hier mehrere Gruppen zusammen haben und Design Thinking und Lean Startup. Das heißt, ein paar von euch werden vertraut sein mit den Phasen aus dem Design Thinking. Hier die Darstellung, wie ich Design Thinking auch so wie ich es gelernt habe bei SAP. Und ein paar von euch werden vertraut sein mit dem Lean Loop. Und das ist eine mittlerweile etablierte Kombination, die gerne eingesetzt wird, immer mehr. Und so zum Beispiel stellt IBM diese Kombination in ihrem Double Loop dar, Lean Startup und Design Thinking und Lean Startup. Und die nennen das, was in der Mitte dem Ganzen zentral liegt, Hills, Hügel. Das ist aber nichts anderes als deren Etikett für das sogenannte Minimum Viable Product oder MVP. Und Design Sprint als eine Methode, die vor allen Dingen auf Design Thinking basiert und mit anderen kombiniert wurde, findet sich in dieser Darstellung im Grunde genommen hier, also im Wesentlichen auf der Design Thinking Seite, aber nicht ausschließlich. Andere Methoden zum Beispiel, die damit kombiniert sind oder Methodenteile und Werkzeuge sind zum Beispiel Creative Problem Solving oder User Research. Und vor allen Dingen, das unterscheidet es von der Charakteristik ein bisschen vom Design Thinking, dass er eher so einen Human-Centered-Ansatz hat. Business- und produktstrategische Aspekte finden da auch sehr stark Einzug. Deswegen, wenn wir uns so einen typischen Produktloop, so einen Idealen anschauen, von der Idee über die Umsetzung des Zum-Markt-Bringens und dann im Idealfall auch dem daraus Lernen, dann findet sich der Lean-Loop in dieser Darstellung hier wieder. Und die agile Umsetzung, die Methoden finden sich hier wieder. Und auch wenn Design Sprint das Wörtchen Sprint im Namen hat, hat es mit agilen Methoden wie Scrum nicht so sonderlich viel gemein, sondern da es ja sehr artverwandt ist oder eigentlich eine Abwandlung von Design Thinking ist, konzentriert sich das auf das Finden von Ideen und das Überprüfen darauf, wie gut die eigentlich sind. Und das findet alles unterhalb dieser Linie statt, ab der, also Schritt 2 und 3, richtig viel Zeit und Geld investiert werden muss, um das eben auszusparen und schon bevor man besonders viel Investment macht, eine Ahnung davon zu haben, wie gut dann am Ende eine Idee ist. Das ist so ein bisschen ein Charakter, warum das Design Sprint Sprint heißt. Typische oder ganz besondere Charakteristika von einem Design Sprint ist alles. Jede Übung, jeder Teilabschnitt ist ganz klar zeitlich in den Rahmen gesetzt, timeboxed, wie es so schön heißt. Dass so ein Ding hier, so eine Eieruhr letztendlich, ist beim Design Sprint mindestens genauso wichtig wie Klebezettel. Dadurch werden kontinuierlich letzte Minuten erzeugt. Ohne die, weiß man ja, werden oft viele Dinge gar nicht erst fertig, wenn es die nicht gäbe. Ein anderes Charakteristikum ist, es gibt eine feste Struktur. Die entstammt ursprünglich den Phasen des Design Thinkings, ist ein bisschen anders angeordnet, arrangiert und umbenannt, aber im Grunde genommen ist es unter der Haube dasselbe, nämlich das Problem verstehen, Ideen entwickeln und die als solche überprüfen. Das Wichtige ist, es geht, das ist speziell für Deutschland immer ganz wichtig zu sagen, nicht um Perfektionismus. Lieferartefakte im Design Sprint sind Prototypen, die gerade so gut genug sind, dass es ausreicht, um für aussagekräftige Tests ein realistisch genuges Nutzererlebnis zu imitieren, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Also es muss nicht der fertige Chopper sein in dem Fall. Das würde reichen.
Die Werkzeuge, die man einsetzt, haben im Wesentlichen ideal sich dafür verwenden lassen. Man kann sich aus allen möglichen Ideation, Human-Centered Design, Design Thinking Methoden jeglicher Werkzeuge bedienen, die einem am besten geeignet passen. Wichtig ist, dass das Werkzeuge sind, die nach vorne gerichtet sind auf Lösungen, zum Beispiel aus dem Creative Problem Solving kommt, dieses How might we, dass man darüber nachdenkt, nicht das ist das Problem, sondern wie können wir es lösen. Oder das ist die Methode, die speziell, so heißt es, für Design Sprint entwickelt wurde, nämlich die Crazy Eights, die verrückten Acht. Man nimmt, das ist Hightech, man nimmt ein Blatt Papier, faltet es dreimal und hat dadurch 8 gleich große Flächen und die Aufgabe ist es, binnen 8 Sekunden, 8 Minuten zu Papier zu bringen, egal ob in Stichworten oder als Skizzen, völlig wurscht. Es geht einfach darum, so schnell wie möglich, möglichst viele Ideen aufs Papier zu bringen, dass die linke Gehirnhälfte, die nach ein paar Sekunden normalerweise die Ideen aus der rechten Gehirnhälfte schnappt und sagt, ah nee, ist doch nicht so gut, dass die gar keine Chance hat, überhaupt erst laut zu werden. Time and Space, Team and Space in dem Fall ist ganz wichtig, das ist genauso wie beim Design Thinking auch, dass die Teilnehmer wirklich einen geschützten Raum haben, zeitlich und örtlich, damit sie aus dem normalen Arbeitsalltag wirklich raus sind und sich voll auf den Design Sprint, auf die Inhalte konzentrieren können. Ist es nicht möglich, die Mitarbeiter völlig oder auch nur teilweise aus dem Arbeitsalltag rauszunehmen, dann können die sich auch nicht vollständig darauf konzentrieren. Und das ist dann ein Grund, zum Beispiel einen Design Sprint auch nicht durchzuführen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist das Team, wie es zusammengesetzt ist. Und zwar sollte es möglichst interdisziplinär sein. Das heißt, dass man die verschiedensten Blickwinkel einer Problemstellung und möglicher Lösungen auch dadurch in dem Team abbilden kann. Es wird in aller Regel nicht immer möglich sein, alle relevanten Blickwinkel und Expertisen in das Team selber hineinzuholen. Da bedient man sich des Mittels, dass man Experten, die diese notwendigen Informationen dem Team vermitteln können, am Anfang vom Sprint in Kurzvorträgen gut vorbereitet, knackig und kurz diese Informationen, die das Team nicht selber mitbringt, aber braucht für den Sprint, beibringt in sogenannten Lightning Talks. Das sind üblicherweise so Ultra-Kurz-Vortragsmethoden, wo es noch schneller, doppelt so schnell geht wie mit meinem Vortrag, also was wie Ignite oder Pecha-Kucha, also wirklich sehr, sehr kurz in ein paar Minuten die Informationen auf den Punkt kriegen. Das ist so eine kleine Angebefolie. Das ist nämlich, das bin ich, wie ihr seht, etwas schon zerstört. Das war der zweite Tag des Sprints. Das war während der Zertifizierung zum Design Sprint Master in dem Design Sprint Raum schlechthin bei Google in Mountain View, nämlich The Google Garage. Da wollen alle immer Workshops machen, aber letztendlich ist es einfach ein gut ausgestatteter, vom normalen Arbeitsalltag abgeschotteter Raum mit genug Klebezetteln und eben einer Eieruhr. Die Phasen im Kurzen. Bei Design Sprint geht es sehr wohl um Geschwindigkeit, aber was oftmals übersehen wird, eine andere wichtige Eigenschaft, die man auch nutzen kann oder gezielt hervorheben kann beim Design Sprint, ist ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und vor allen Dingen dadurch eine gute Zusammenarbeit zu fördern über verschiedene Teams oder Teamteilnehmer hinweg. Es geht darum, das Problemfeld, das man beackern will, von allen sinnvollen Blickwinkeln zu betrachten und gemeinsam zu verstehen. Im zweiten Schritt geht es darum, das Problem herauszupicken, für das man eine Lösung entwickeln möchte und dann individuell jeder für sich möglichst schnell, möglichst viele Ideen zu entwickeln, zum Beispiel mit diesen Crazy Eights, damit nicht die erstbeste Idee oder die am lautesten ausgesprochene Idee plötzlich im Raum steht und dominiert. Da bedient sich Design Sprint einer Sichtweise oder einer Methodik von IDEO, dieses Diverge und Converge, also dass man zunächst erstmal jetzt in die Breite geht und möglichst viele Ideen entwickelt und dieses, ich rede die ganze Zeit von Zusammenarbeit, in diesem Fall aber jeder für sich, damit keiner den anderen übertönt. Und in der nächsten Phase kommt dann dieses wieder Fokussieren, das Einengen auf etwas, das Converge, gemeinsam die Ideen zu sichten, zu identifizieren, welches sind die sinnvollsten Ideen und sich für einen Lösungsansatz zu entscheiden und den dann gemeinsam auszuentwickeln als Basis dafür, dass man in der vierten Phase daraus einen Prototypen bauen kann, damit man diese Hypothese überprüfen kann. Also MVP in dem Sinne, überprüfbare Hypothese, also ein Prototyp, mit dem man sinnvoll testen kann. Wie gesagt, nicht in Perfektion sterben, liebe Deutschen, ich bin ja selber so einer, sondern Rapid Prototyping, das ist eine, wie es so schön heißt, Real Enough Experience möglich ist, um dann in der fünften und letzten Phase, und das ist die wichtigste, die leider Gottes viel zu oft weggelassen wird,
Aber die wichtigste ist, darauf kommt es letztendlich an, die Antwort auf die Frage zu klären, wie gut, ich bitte um dieses typografische Detail zu beachten, das Wörtchen tatsächlich ist fettkursiv, wie gut eine Idee tatsächlich ist, und zwar mit echten Nutzern. Auch hier geht es um Schnelligkeit und nicht um Perfektion. Es heißt, es reicht in aller Regel etwa ein halbes Dutzend Probanden reinzuholen. Die müssen einfach nur gut ausgewählt sein, auf dass sie zu der Fragestellung oder zu dem, was man testen möchte, aussagekräftige Rückmeldung geben können. Die Details, wer sich näher damit beschäftigen möchte, es gibt nicht viel Literatur, aber es gibt tatsächlich zwei Bücher. Es gibt unzählige Medium-Posts, aber die sind von unterschiedlicher Qualität und meistens zur Selbstdarstellung der Autoren gedacht. Diese beiden Bücher sind relativ nah aneinander erschienen, von O'Reilly und von Google Ventures. Guckt, wenn ihr euch das interessiert, in das Inhaltsverzeichnis, weil die sind von einer bisschen anderen Machart, anderen Schwerpunkten, was euch besser schmeckt. Ich sagte, es gibt sehr wohl Aspekte von Business und Product Strategy im Design Sprint, wofür er geeignet wird. So gibt es zwei Flughöhen, in denen man einen Design Sprint sinnvoll durchführen kann. Das eine ist für langfristige Fragestellungen oder auch eher strategische Fragestellungen. Wenn man zum Beispiel auch überhaupt erstmal eine Produktvision entwickeln möchte oder sogenannte Moonshot Ideas, also wirklich sich weit aus dem Fenster lehnt. Wobei auch da wieder ein Anwendungsbezug da ist, man sollte sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass man plötzlich bei Speculative Design landet, sondern es geht immer darum, dass das dann irgendwann auch mal wirklich umgesetzt und zum Markt gebracht werden soll. Die andere Flughöhe, das ist, wenn zum Beispiel eine bestehende Lösung da ist und die verbessert werden soll oder wenn der Sprint eine Iteration ist in einem Produktentwicklungsprozess, dann geht es nicht um die gesamte Vision, die natürlich immer im Blick bleiben muss, sondern um Produktfeatures und das bildet auch eine Basis, um zum Beispiel eine Product Roadmap zu entwickeln. Ich konnte leider nicht umhin, weil das Wörtchen Scrum drin vorkommt, da ein Rugby-Spielzugablauf darzustellen. Also das, je nachdem, wie man es einsetzt, kann Sprint, obwohl es selber keine agile Methode ist, sehr wohl eben den Übergang liefern rüber zur technischen Umsetzung. Zum Beispiel bedient man sich Werkzeugen wie das Challenge Statements, dass man zu Beginn des Sprints sagt, was will man eigentlich optimieren oder redesignen, für wen und warum? Und das hängt an der Wand, das hat man immer im Blick während des ganzen Sprints, das ist der rote Faden und das ist eine der teilweise schwierigsten Maßnahmen, das klipp und klar auf den Punkt zu bringen. Da man nicht weiß, wie die Lösung aussieht, sonst würde man die ja vorne wegnehmen, wird das als lebend Ding während des Workshops, während des Design Sprints auch weiterentwickelt. Nämlich dann, wenn man zu einem Lösungsweg gekommen ist, dann ergänzt man dieses Challenge Statement genau mit dem Wie. Sodass das eben nicht nur an der Wand hängt und verstaubt, sondern dass man damit auch ein Stück weit aktiv arbeitet. Anderes Ding ist, ich hatte Product Roadmap erwähnt, ist auch, dass man vor allen Dingen im Schluss gegen Ende des Design Sprints, damit man dann auch was draus macht aus den Erfahrungen, die man gesammelt hat, den Ergebnissen hat, auch entscheidet, was davon wann umsetzbar ist. Das ist, gerade wenn es wirklich um die Anwendung des Design Sprints innerhalb eines Produktentwicklungsprozesses ist oder Serviceentwicklungsprozesses wichtig. Für denjenigen, der den Design Sprint durchführt, also so ein Kerl wie mich, den Design Sprint Master, ist die meiste Arbeit von der Intensität und der Dauer liegt in der Vorbereitung. Es ist wie bei vielen Workshops, aber bei Design Sprint, glaube ich, fast noch mehr Vorbereitung und dann außerdem noch Vorbereitung. Also so ein Design Sprint wird ja nie nach Lehrbuch durchgeführt. Ich habe selbst keinen nach Lehrbuch durchgeführt, ich kenne keinen Kollegen, der das gemacht. Die werden immer irgendwie angepasst. Im Durchschnitt hat man 4 Tage. Dafür braucht man durchschnittlich, ich habe gerade erst neulich wieder meine Umfrage unter Kollegen gemacht, alles unisono, auch so etwa 4 Tage Vorbereitung, teilweise ein bisschen mehr. Ist auch, wie diese Grafik andeuten soll, auch intensiver. Was man da alles an Vorbereitungen machen will, da gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht rein, aber ich gebe euch gleich einen Tipp, wo ihr da auch was zu findet. Insgesamt ist wichtig, es ist nicht, nach Lehrbuch durchzuführen, ein starres Korsett, ein Cookie-Cutter, sondern es ist ein Methodenkoffer, den man auch in Kombination mit anderen Methoden nach Gutdünken, so wie es am besten für die gestellte Aufgabe, das Team oder was man auch erreichen will, passt, anwendet. Und dass man das sogar, das ist auch die Aufgabe eines Design Sprint Masters, eines Workshop Facilitators, während des Sprints anpasst, on the fly, weil man will ja gerade Entwicklungen, Ideen und Ergebnisse haben, von denen man vorher nicht wusste. Und dann, dass man darauf
reagiert. Meistens habe ich aber erlebt, dass es eher, dass man die Leute einfangen muss, dass sie dann zu einer Entscheidung kommen, damit es weitergeht, weil sie vor Ideen sprühen, wenn das Warm-up erstmal gefruchtet hat. Tools und Tipps, wie gesagt, ganz frisch, erst seit ein paar Wochen, das Design Sprint Kit online, da findet ihr ein paar Templates, wie zum Beispiel für so ein Statement, auch für so Fragebögen, die man vorab als Vorbereitung in die Welt setzt, nochmal die Phasen etwas näher erklärt. Also da müsst ihr nicht gleich das ganze Buch kaufen oder die Bücher. Das ist schon mal auch ein schöner Einstieg. Es ist nicht das einzig alleinselig machend, aber hier geht es auch um die Planung und Aspekte, die für jemanden, der ein Design Sprint durchführen möchte, an Informationen. Das ist im Entstehen, das ist noch nicht so ganz voll, aber es ist wie die Bücher eben auch ein guter Anfang. Wichtig ist, Design Sprint, da geht es eben nicht um ein Ratespiel, das ist nicht Handlesen, Kristallkugel gucken, sondern es ist ganz konkretes Denken und Ausprobieren. Was ihr da seht, ist ein Prototyp für eine Fahrstuhlkabine. Ich bin Startup-Mentor, ich weiß jetzt nicht, das ist Betahaus Berlin oder Werk 1 irgendwo. Das war ein Startup, das ich betreut habe. Da ging es um eine Lösung, die mit großen Bildschirmen, die die Wände von Fahrstuhlkabinen ausfüllen, kleidet. Und die Wände sind Paravents, beziehungsweise die eine Wand ist eine echte Wand. Die Türen, das sind Flipcharts. Und wir hatten eine Projektion, eine Beispielprojektion für eine dieser Wände. Ein Beamer geklaut, geliehen vom Rednerpult und um 45 Grad auf der Hochachse gedreht, sodass das Ding mit der einen Projektion zwei Wände bespielt. Also das Ding war in 10 Minuten gebaut und dann haben sie damit 2 Tage lang wirklich wertvolle Ergebnisse aus den Tests rausholen können. Real enough experience, good enough Prototypen. Nochmal die Nutzen zusammengeführt, aber im Grunde habe ich es euch allen erzählt, also nicht nochmal Text. Vielleicht nur, ja, auch wieder kleines typografisches Detail, das Wörtchen vor ist wieder kursiv gesetzt. Klare Vorstellung über die Marktgängigkeit von Ideen, bevor viel Geld und Zeit investiert wird. Das ist keine Raketenwissenschaft, ja, das ist ein Selfie von mir, das ist meine Hand in einem echten Raumanzug bei der ESA in Darmstadt. Sondern es ist wirklich ganz normales Handwerk mit Rosinenpickerei aus verschiedenen Methoden, wo man selber da in der Methode auch noch Rosinenpickerei betreiben kann. Es ist letztendlich einfach eine Abkürzung, dass man sich eben den Weg über den Markt und über die vollständige, perfekte Ausarbeitung und Produktion spart, um zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen. Wenn ihr Fragen habt und mich direkt kontaktieren wollt, könnt ihr das sehr gerne tun über LinkedIn oder Xing. Oder vielleicht, der Shortcut hat geklappt. Folgt mir auf Twitter, mein Twitter-Handle, blink, blink. Da habe ich unter anderem, da poste ich über verschiedene Methoden, deren Anwendungen, über Werkzeuge und Erfahrungswerte. Unter anderem ist auch da der Link zu diesem Google Design Sprint Kit und da werde ich morgen dann auch posten, wo ich dann für euch zum Download diese Folien bereithalte. Freut euch auf, ich hoffe, der zweite Vortrag kommt auch noch, zwei sehr spannende weitere Vorträge, die sich im Einzelnen mit den Details beschäftigen und wie das Erfahrungen aus der direkten Anwendung, die dadurch auch das, was ich euch jetzt im Schnelldurchlauf gesagt habe, in einzelnen Aspekten auch noch mal ein bisschen vertiefen. Viel Spaß! Gibt es die Folien später zum Download? Ja, wie gesagt, ich twitter das morgen da unter dem Namen. Dann weiß ich auch, ich muss sie noch aufbereiten, dass es nicht zu groß ist. Hey, auf alle Fälle, ihr könnt, wie gesagt, mich auch kontaktieren über LinkedIn oder Xing und dann beantworte ich gerne jede Frage. Sehr, sehr cooler Vortrag, eine Frage. Und zwar, wie groß sollte eigentlich so ein Team maximal sein für so einen Design-Sprint? Das ist im Grunde egal. Es geht darum, dass du es handhaben kannst. Du brauchst für als Facilitator, als Master, als of Ceremony,
kannst du üblicherweise sinnvoll eigentlich nur etwa ein halbes Dutzend Leute betreuen. In Grenzfällen, je nachdem, wie gut die Leute sind, wie wenig die in Sackflöhe sind sozusagen, sondern wie sehr die auch schon selbstständig Workshop-Erfahrung haben, kannst du durchaus auch mal 8 Leute als Einzelperson. Aber Faustregel kannst du sagen, so etwas mehr als eine Handvoll, so ein halbes Dutzend ist gut, weil du bist sehr intensiv mit den Leuten am Arbeiten. Weitere Fragen? Da hinten. Ja? Dann starten wir einmal hier und dann gleich. Warte mal einmal kurz hier, ich gebe es dir danach weiter. Hi, danke für den Vortrag. Vielleicht ist die Frage auch ein bisschen zu früh, aber was wäre es an der Stelle, was sind aus deiner Sicht die größten Hindernisse, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet, die Design Thinking als Methode noch nicht so gewohnt sind? Also generell das ganze Thema, wenn eine Firma noch nicht so weit ist, dieses bisher ignorierte Wesen Kunde, dass das in irgendeiner Form eine Relevanz fürs Geschäft hat. Das ist also grundsätzlich, da muss man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und zwar vor allen Dingen, je weiter oben das ansetzt, desto besser. Wenn es konkret um Design Sprint geht, ist es eigentlich der Formfaktor, dass immer so die Scheu besteht, wirklich ganze 5 Tage, dass die unproduktiv sind, dabei ist das produktiver als vieles andere. Deswegen wird das oft gekürzt oder aufgeteilt. Also es ist, wenn das grundsätzliche Verständnis für Kundenorientierung, Customer Centricity nicht da ist, dann musst du viel Aufbauarbeit leisten, falls es gelingt. Und wenn es um den Sprint selber geht, ist es in aller Regel 5 Tage. Und deswegen wird das auch zeitlich oft angepasst. Hi, Christian mein Name. Danke für den schönen Vortrag, nette Fotos. Alle ich meine. Ich warte auch auf die Folien, du bist ja ganz schön durchgaloppiert. Wo findet die Wirtschaftlichkeitsrechnung der Idee statt? Das geht hier in dem Fall im Wesentlichen darum, eine Ahnung zu bekommen, ob diese Idee in irgendeiner Form einen Nutzen stiftet. Ich sagte ganz am Anfang, auf der Ebene des Kundenkontaktpunkts, meistens der Softwareoberfläche bei digitalen Sachen, ob das nun Service, das Produkt selber, die Software ist oder wie im Zugang, wenn da ein Nutzen, ein erkennbarer, deutlicher Nutzen, der was anderes besser löst als was anderes für den Kunden da ist, dann ist das die Ebene, auf der auch dann der Wert für das Geschäft entsteht. Und um eine Abschätzung zu bekommen, eine gute Idee zu bekommen, dass man überhaupt erstmal auf eine Idee kommt für ein Problem oder überhaupt erst erkennt, wo liegt denn überhaupt ein Problem vor? Das Typische ist, wir haben irgendeine meist technologische Lösung. In Deutschland sind wir ja sehr ingenieurig. 80% sämtlicher Startups, also der Grund für 80% der scheiternden Startups oder auch Produkte, weltweit ist 70, in Deutschland ist 80, heißt es, ist die völlige Unkenntnis des Kunden oder der Kundenbedürfnisse. Also das heißt, dass man die überhaupt kennt, da auch ein Potenzial entdeckt, da liegt auch das Innovationspotenzial. Und dass man sieht, okay, wie viel Marktchance hat das an sich? Eine tatsächliche betriebswirtschaftliches Durchkalkulieren, das muss man dranhängen als Analyse des Ganzen, weil das letztendlich immer nur einen Ausschnitt gibt und es ist schnell, deswegen kann es nicht zu sehr in die Details gehen. Aber es gibt dir einfach schon mal ein Bild, das könnte was sein, da könnte es sich lohnen, weiter Zeit in zu investieren, zum Beispiel um es durchzukalkulieren oder eben nicht. Letzte Frage, bevor wir dann zum nächsten Speaker übergehen. Hallo. Ich denke, dass das Team, das du aussuchst von 5 bis 6 Leuten, auch sehr wichtig ist. Ja. Wie stellst du denn sicher, wenn du in ein Unternehmen kommst, das du eigentlich gar nicht kennst, dass die Verantwortlichen, mit denen du sprichst, die vielleicht auch nicht so in diesem Design-Gedanken drinnen sind, die richtigen Leute da raussuchen und nicht ihre Buddies, die aber vielleicht für die Idee nicht das Richtige bringen? Also wenn, das läuft darauf hinaus, wenn jemand einfach seine Meinung verifiziert haben möchte, das ist dann so ein Szenario, dann verbietet sich es eigentlich, wenn du es ernst meinst mit deinem Business und nicht einfach nur Beratertage verkaufen willst, dass du, wenn das Ergebnis dann zählt oder dir den Ruf nicht versauen willst, dann sollte man den Design-Sprint einfach lassen. Also wenn das Team nicht interdisziplinär genug ist oder wenn irgendwelche Leute da reingestopft werden, wir machen jetzt mal einen Workshop, oder wenn die da gezielt reingesetzt werden, weil El Jefe will seine Meinung bestätigt wissen, dann ist das im Grunde genommen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber du hast keine Möglichkeiten, das zu validieren? Nein, wie im ganzen Beratergeschäft, es ist einfach so, du musst schauen, ob du das in irgendeiner Form sinnvoll durchkriegst. Du merkst ja, ob da ein fruchtbarer Boden dafür da ist und ob da auch ein ernsthaftes Interesse da ist, wirklich in die Richtung zu gehen. Denn das ist einfach nur eine von vielen möglichen Wegen, um einen Schritt weiter in eine vernünftige Richtung zu einer Lösung zu kommen. Also wenn das
sich nicht abzeichnet, dann, das ist also viel Berateralltag. Ich habe jetzt gerade heute wieder ein neues Projekt angefangen mit einem Kunden, mit dem ich schon seit Jahren zusammen bin, ganz andere Abteilung. Mein Gott, ist das hochpolitisch. Und da ist es so, wenn das für dich als derjenige, der da als Berater intern oder extern tätig ist, sinnvoll ist, dann muss man da sehr viel Vorarbeit leisten. Nenn es Marketing, nenn es Bewusstsein schaffen. Aber es gibt so kein Rezept, es ist ganz normal, es menschelt dann halt. Und da muss man sehen, ob man da einen Weg findet oder nicht. Ich kann da keine Patentlösung geben, aber ich glaube, das kann keiner. Ich meine, man kann mit Beispielen, mit Positivbeispielen, was zum Beispiel aus solchen Formaten wie zum Beispiel Design Sprint auch erzielt wurde, kann man sehr wohl einen Grund schaffen, warum jemand sich jetzt da vielleicht mit beschäftigen soll oder da vielleicht sogar sagen, zustimmen soll, dass dann ein paar geeignete Leute auch mit teilnehmen dürfen. Super, vielen Dank, Benno.